Hallo und herzlich willkommen bei Backstage. Heute zu Gast die Motherfunkers. Jungs, wie habt ihr euch gefunden und wann habt ihr euch gegründet? Wir haben zu dritt seit 4 Jahren knapp Musik gemacht und aber alles so instrumentelle Schiene gefahren und wollten dann irgendwann raus aus dem Keller, haben uns einen Sänger gesucht und ja, sind jetzt ganz gut dabei. Und ihr hattet vorher jetzt auch einen anderen Sänger gehabt und das hat jetzt vor einem Monat gewechselt. Wie kam es jetzt zu dem Wechsel und wie habt ihr euch jetzt eingespielt? Ja, es hat mit unserem alten Sänger menschlich und musikalisch einfach gar nicht gepasst. Und das war uns eigentlich schon relativ früh klar und als wir dann Jonas kennengelernt haben, waren wir hin und weg. Und ja, jetzt sind wir zu fünft. Ja. Wieder. Eure letzte Aufnahme, die ihr jetzt hochgestellt habt, das war My Number, die war jetzt auch noch mit dem alten Sänger gewesen, nicht wahr? Ja. Worum geht's in dem Song? Ja, also in dem Song ging es darum, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich so gesehen meine Traumfrau in der Disco gesehen habe, mich nicht getraut habe, sie anzusprechen und daraufhin dann halt in den Strophen immer von ihr schwärme und im Refrain besinge ich dann, dass ich auf ihren Anruf warte, beziehungsweise Jonas besingt das, dass er auf den Anruf wartet, aber sie ja gar nicht die Nummer hat und wir trotzdem warten. For so long, wait for your call. I don't know you at all, but you don't have my number though. But you don't have my number though. Wie würdet ihr denn so eure Musik beschreiben? Auf der Seite stand Alternative, Rock und Funk natürlich, was damit bei ist. Es klingt auch ein bisschen Indie raus bei dem, was ich gehört habe. Wie beschreibt ihr eure Musik? Ja, wir heißen zwar Motherfunkers, aber der Funk ist bei uns ein bisschen verloren gegangen. Wir haben früher ein bisschen funkigere Mucke gemacht, aber jetzt würde ich das als so Indie-Rock mit Folk-Einflüssen bezeichnen. Wo kommen da eure Motivationen her? Aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Also von Red Hot Chili Peppers bis Bands wie Mumford & Sons. Alles Mögliche dabei. Wenn man zusammen spielt einige Zeit und findet man auf jeden Fall so seine Linie, seine goldenen Schnitt. So, vor allem gerade beim Jam, beim Zusammenspielen, dann merkt man auch irgendwo, da ist der Punkt, da trifft man sich so. Improvisiert ihr viel miteinander? Ja. Ja. So gesehen jedes Solo. Also bei unserem allerersten Konzert sollten wir eigentlich eine Stunde spielen und am Ende sind es dann nach der einen Stunde waren die Leute halt so begeistert und da haben wir noch quasi 2 Stunden im Prinzip nur noch gejammt, live und sehr gut angekommen eigentlich. Und was habt ihr jetzt so noch in Planung an Festivals oder habt ihr irgendwie so Träume, boah, da will ich mal auf jeden Fall spielen? Auf jeden Fall Rock im Park, Rock am Ring. Nein, das sind alles nur Träume. Ich denke mal, so die kleinen Festivals sind noch ein Thema, würde ich sagen, mit den ganzen Leuten. Ja. Die ganz Großen so. Es ist viel schöner als die Großen. Da ist es hauptsächlich alles auf Kommerz aus, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht gar nicht um die Band selber und die Musik, sondern einfach nur, ja, die Band passt da ein bisschen zu, ja, nehmen wir. Ich glaube, das Beste sind immer noch relativ kleine Clubs oder dieses schöne Set hier, Kanal 21. Das ist immer am schönsten. Habt ihr noch Pläne, wie es jetzt mit eurer Musik weitergehen soll? Ja. Auf jeden Fall mehr Songs schreiben, mehr eigene Songs. Wir arbeiten auch auf ein Album hin. Gegen Ende des Jahres soll es vielleicht sogar schon rauskommen. Das wäre echt gut. Und ja, auf jeden Fall viele Konzerte abstauben, Festivals, irgendwie, was es gibt. Einfach spielen. Spielen, ja. Spaß haben. Ja, Jungs, vielen Dank so. Ich bin mal gespannt auf euer Konzert und wünsche euch viel Glück und viel Erfolg für eure weitere musikalische Karriere. Darf ich noch meine Mama grüßen? Grüß mal deine Mama. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Hi Mama. Du auch noch? Nee, ne? Nee. Okay. Das war Backstage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch das Konzert an.
Hallo und herzlich willkommen zu Backstage. Heute zu Gast die Motherfunkers. Jungs, warum seid ihr harte Motherfunkers? Ja, nein, das kann nur geschnitten werden. Du bist live drauf. Mit der Frage habe ich natürlich nicht gerechnet. Wollen wir da mal starten?